ein Live-Video aus der Sonne. Hello, hello. Ja, auch hier wieder öffentlich und in meiner Gruppe Divine Creation, weil es ein Thema ist, das alle interessiert. Scams. Scamming, scamming, scamming. So viele Menschen haben so viel Geld verloren, weil sie auf Scams reingefallen sind. Sei es Investitionen, Geld vermehren, ja, auch Multilevel. Ja, nicht alles, alles Network ist Network, vieles auch Multilevel. Habe ich auch alles schon ausprobiert. Respektive nicht ausprobiert, sondern angeschaut. Zum Glück nicht ausprobiert. Und warum passiert das? War auch Coachings, ja? Ich habe einen Scam Coachings, das habe ich ausprobiert. Da habe ich investiert in ein Learning. Warum fallen so viele drauf rein? Und genau das ist der Punkt. Wir glauben, dass wir etwas im Außen machen müssen, wir uns im Außen engagieren müssen, uns irgendwo einbringen müssen, bevor wir die innere Klarheit und Wahrheit gefunden haben über unseren Seinszustand. Und wenn ich in ein äußeres Engagement gehe, sei es auch eine Beziehung, sei es auch ein Heiltreatment, wenn ich dort reingehe als die Frau, die nichts hat, die nichts kann, die nicht geliebt wird, die Fehler macht, dann, oh hi Sabine, dann komme ich zu 90-95% nachher genau wieder da raus. Wenn es nicht eine Arbeit ist, ein Coaching, eine Begleitung ist, die mich selbst in meine eigene Verwandlung führt. Dass ich nachher rauskomme als die Frau, die weiß, wer sie wirklich ist, die weiß, wie es hier auf Erden funktioniert mit Schöpfung und Kreation und Manifestation und vor allem mit dem Zauberwort Bedingungslosigkeit. Was bedingungslose Liebe wirklich heißt, ja? Was es heißt? Alle sagen, ja, ich bin Liebe. Ja, es geht darum, bedingungslos zu sein, aber keiner weiß, wie es wirklich machen soll, was es heißt, das umzusetzen, ohne weiterhin bei diesem verflixten Opferzustand zu bleiben. Ja, ich muss doch alle lieben. Mein Herz ist groß, mein Herz ist weit, mein Herz ist offen. Ich vergebe. Ja, ja, genau das machst du. Und gleichzeitig bist du diejenige, die vergeben muss, um gut genug zu sein. Diejenige, die sich zwingt, Dinge zu lieben, um gut genug zu sein. Wenn du es nicht schaffst zu erkennen, dass du per se absolut bedingungslos gut genug bist, weil du hier auf Erden hergekommen bist, nichts bezeugen, nichts beweisen, nichts erkämpfen musst, dann geht's weiter mit diesem ganzen Hustle, dann geht's weiter mit diesen ganzen schlechten Gefühlen, dann geht's weiter mit den verdammten Enttäuschungen, dann geht's weiter mit den Beziehungen, die nicht erfüllend sind, dann geht's weiter mit der Liebe, wo man nicht gut genug ist und Sachen einstecken muss und Kompromisse eingehen muss. Aber wir sind alle nicht hier, um irgendetwas aus dem Außen zu empfangen, zu tolerieren oder uns demgegenüber auch abzugrenzen. Das sind falsche Meinungen als falschen Teachings. Weil wenn ich weiß, ich bin die Schöpfung, ich weiß, ich bin die Schöpferin, alles entspricht meinen Gedanken und Vorstellungen, meinen Annahmen und Überzeugungen, dann geht's darum, dass ich die Annahmen mir gegenüber, über mich, wer bin ich, ändere, die Annahmen über das Außen ändere, wer sind die Leute da draußen, wer sind die Situationen da draußen, wer sind die Geschichten da draußen, wer sind die Erinnerungen da draußen, wer oder was sind die Wünsche, die ich habe. Das muss ich verstehen. Und wenn ich das nicht richtig verstehe, aus einer höheren, intelligenteren Perspektive, dann bleibe ich in meiner niederen Perspektive. Da kann ich mir einen Wolf meditieren. Wenn meine Ansichten dem nicht entsprechen und ich meditiere aus einem Mangel heraus, ich kämpfe aus einer Überzeugung heraus, dass ich nicht gut genug bin, ich entschuldige mich, ich verzeihe und bleibe trotzdem immer noch dabei, ja, du hast halt immer noch nicht gut gemacht, deswegen musst du verzeihen, das sind alles nur so Beispiele.
Und so kommt es dazu, dass wir Scams und Verarschungen aufsetzen. So kommt es dazu, dass wir mehr wollen, uns mehr nicht erlauben. So kommt es dazu, dass wir Versprechen glauben, die absoluter Bullshit sind. Und selbst wenn sie wahr wären, könnte unsere Persönlichkeit, von der wir noch tatsächlich glauben, dass sie dieses kleine arme Menschlein ist, kann nicht erfolgreich sein. Und diesen riesen Switch geht es zu machen. Im Kopf. Und dann geht's ins Herz, dann geht's ins Gefühl rein, dann kann ich's umsetzen, dann lebe ich daraus heraus. Und für mich ist es ganz klar, die Divine Design Reise. Alles hängen jetzt hier im Human Design. Und ich spreche mit dir, wenn du bereit bist, zu verstehen, dass es nicht um dein Human Design geht, sondern dass es darum geht, dass du dein Divine Design kennenlernst und es hier als Mensch über die Erde läufst, walkst, walk it out, be it, verkörpere es. Genau um das geht es. Aber nicht beim Human Design anzusetzen und das so möglich zu verbessern aus Human Perspektive, sondern beim Divine Design anfangen und deine ganze wahre Schöpferkraft zu erkennen, denn du hast jeden Grashalm erschaffen, du hast jeden Menschen erschaffen, du hast jeden Berg erschaffen, du hast jede Situation erschaffen, du hast jeden Umstand erschaffen. Ja, das hast du getan. Und wenn du wissen willst, wie und wie das vonstatten geht und wie diese Reise ist und wie gut die sich anfühlen kann, dann lade ich dich ein, morgen früh Vormittag um 11 habe ich ein Live-Webinar genau zu diesem Thema, wie du vom Human Design zu deinem Divine Design kommst. Und am Abend um 20 Uhr, ich mache morgen 2 Webinare, weil ich ein grandioses Angebot habe für dich zu Weihnachten, diese Divine Design Reise zu deinem Extraordinary Life für dich zu begehen. Deswegen so schnell, vor Weihnachten gibt's einen Hammerpreis und zudem verlose ich an alle Teilnehmer, die dabei sind, live eine Divine Design Reading Session im Wert von 444 Euro. Und genau das ist es, was ich in die Welt bringen möchte. No more struggle, no more scams, no more bullshit. 100% wissen, wie sieht mein Divine Design aus und was kann ich draus machen? Alles kann ich draus machen. Ich kann mir jeden Wunsch kreieren und ermöglichen, wenn ich den ganzen anderen Bullshit, der in meinem Kopf noch ist, der verbreitet wird, der verkauft wird, mal hinterfrage und in die göttliche Wahrheit bringe. That's the way, that's the only way. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs, das seht ihr beim Spazieren. Ich poste nachher unter dieses Video die Anmelde-Links, die Möglichkeit, wo du live dabei sein kannst beim Webinar morgen um 11 oder um 20 Uhr. Mir ist es wichtig und glaube mir, es ist so affordable, diese Divine Design Reise zu gehen. Insbesondere vor Weihnachten ein Investment, das sich jeder möglich machen kann. Also ihr Lieben, das war's in aller Kürze. Die Würze der Sonne für euch nach Hause. Und wir hören uns und sehen uns. Bis dann.